Ja, liebe Frau von Ackeren, lieber Herr Keres, herzlichen Dank für die Einladung, für die freundliche Begrüßung und Einführung. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ich frage mal den Techniker. Ja, alles gut. Ich begrüße Sie ganz herzlich, freue mich über die Einladung zu diesem Eröffnungsvortrag, zu einem Metavorhaben, für das jetzt schon so häufig geworben wurde. Man könnte den Verdacht haben, dass diejenigen, die dafür geworben haben, Niklas Luhmann im Hinterkopf gehabt haben. Von dem gibt es ja den schönen Satz, und er hat dabei an Kommunikationspsychologen wie Friedemann von Schulz und Thun gedacht. Wenn Kommunikation das Problem ist, warum soll Metakommunikation die Lösung sein? Und das kann man natürlich auf die Bildungsforschung auch beziehen. Wenn die Bildungsforschung ein Problem hat oder die Bildungsforschung, die sich mit digitalen Medien beschäftigt, ein Problem hat, warum soll dann ein Metavorhaben die Lösung sein? Das leuchtet noch nicht so unmittelbar ein. Ich versuche sozusagen den Erwartungen, die Sie an das Metavorhaben gerichtet haben, ein Stück weit entgegenzukommen, indem ich versuche aufzuzeigen, wie Forschung selbst sozusagen dazu beitragen kann, dass Nutzung digitaler Lern- und Bildungsmedien, die wir im Vordergrund stehen, jenseits der Forschung tatsächlich auch genutzt werden kann. Denn natürlich gibt es viele sozusagen Hemmschwellen für eine breite Nutzung digitaler Lern- und Bildungsmedien. Mein Fokus ist auf die Frage gerichtet, wie wir alle, wie Sie forschen können und was man sozusagen sieht, wenn man diese Forschung beobachtet. Das wird sozusagen das erste Angebot dieses Metavorhabens sein, das ich gerne machen möchte. Kurz zur Agenda, ich würde ein bisschen was sagen wollen zu Digitalisierung und Lern- und Bildungsprozessen, Ansprüchen, Erwartungen, Hoffnungen, Enttäuschungen, die damit verbunden sind. Das mache ich ganz knapp. Gehe dann im zweiten Teil ein auf eher übergreifende Strategien, nicht auf konkrete Erhebungsdesigns, spezifische Studiendesigns, sondern übergreifende Strategien, die entwickelt worden sind, um diese Kluft von Forschung und Praxis zu überwinden. Und berichte dann im dritten Teil erste Befunde aus einer kleinen Studie, die wir selbst im DEE durchgeführt haben, zu empirischen Projekten, die sich mit digitalen Medien beschäftigen, und ende dann mit vielleicht einigen Vorschlägen dafür, wie diese Forschung zukünftig besser gestaltet und auch besser gefördert werden könnte. So viel zu der Agenda. Ausgangspunkt, Frau Wondracek hat das schon gesagt, wir befinden uns im Förderschwerpunkt empirische Bildungsforschung. Die Bundesministerin hat das eröffnet, und die zentrale Erwartung ist das, was hier fett nochmal betont worden ist. Rund um die Diskussion zum Digitalpakt Schule kommt die Formulierung, was wir brauchen, um den Digitalpakt Schule zu einem Erfolgsmodell zu machen, ist ein enges Miteinander von Bildungsforscherinnen und Bildungsforschern einerseits und den Bildungspraktikern andererseits. Der Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in den pädagogischen Alltag ist das A und O unseres Rahmenprogramms. Das ist sozusagen eine sehr klare Erwartung. Die üblichen Forschungsinteressen in der Psychologie, sage ich jetzt mal, wenn ich auf Herrn Brünken schaue, nicht unbedingt selbstverständlich ist, weil wir natürlich noch andere Referenzorte haben als nur die Schule, die Weiterbildungseinrichtung oder die Bildungsadministration. Aber das ist die klare sozusagen Erwartung, jedenfalls an diese Art der Förderung von empirischer Bildungsforschung. Und die Frage ist, kann das bedient werden? Ein hoher Anspruch, ganz zweifellos. Der wird auch energisch verfolgt. Wir befinden uns hier im Rahmenprogramm empirische Bildungsforschung, aber es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Fördermöglichkeiten, und die machen aus meiner Sicht bereits ein erstes Problem der Förderung von empirischer Bildungsforschung zu digitalen Lern- und Bildungsmedien deutlich, das ich als zerstreute Förderpolitik bezeichnen würde. Also wir haben zum einen das Rahmenprogramm empirische Bildungsforschung, aber es gibt natürlich auch Ausschreibungen zur Digitalisierung in der Lehrerbildung, zur Digitalisierung im Hochschulbereich, die sozusagen ganz anderen Logiken unterliegen als das Rahmenprogramm empirische Bildungsforschung. Sie folgen, wenn Sie so wollen, der Ausdifferenzierung des Bildungssystems, die sich dann in den entsprechenden Referaten in Ministerien spiegelt, die natürlich alle hinreichend Ressortegoismus entwickelt haben, um sozusagen ihre eigenen Förderlinien zu etablieren. Von daher könnte man fragen, gibt es eigentlich spezifische Digitalisierungsfragen für die Schule, die sich unterscheiden von jenen in der Erwachsenenbildung, oder gibt es auch generische Fragen, wie etwa Fragen der Text-Bild-Integration oder des sich Bewegens in virtuellen Umgebungen oder der Kompetenzen von Lehrkräften, die unabhängig vom Bildungsbereich sind. Und die zeigen gleich sicher auch schon eine der Grenzen von Metavorhaben, weil wir in einer bestimmten Förderumgebung uns bewegen, aber natürlich möglicherweise auch interessante Projekte finden in anderen Förderlinien, für die wir institutionell sozusagen nicht zuständig sind.
Was man aber sieht, ist sozusagen eine große Förderbereitschaft und auch ein vergleichsweise großes Fördervolumen in der empirischen Bildungsforschung insgesamt über viele, viele Jahre. Die Bildungsforschung hat davon sehr profitiert und in den letzten Jahren sehr stark natürlich auch zur Frage der Nutzung digitaler Lern- und Bildungsmedien. Ob das schon gut koordiniert ist, ob hinreichend Austausch stattfindet, ist dann eine offene Frage, die vielleicht auch durch ein Metavorhaben oder mehrere Metavorhaben alleine nicht gelöst werden kann. Wenn man sozusagen diesen Anspruch, wir wollen digitale Medien möglichst schnell in Kooperation mit der Praxis in die Praxis bringen, mal sozusagen misst an dem, was uns die Bildungsberichterstattung zeigt. Hier habe ich mal die Befunde des Monitors Digitale Bildung der Bertelsmann Stiftung zu Hochschulen eingebracht. Das ist jetzt sicher nicht die Cutting Edge sozusagen Forschung, aber doch eine, sagen wir mal, solide Form der Berichterstattung. Und sie bezieht sich auf den Bereich, in dem wir wahrscheinlich alle unterwegs sind. Dann werden digitale Medien zu Präsentationszwecken genutzt, zur Digitalisierung von Texten, die bisher analog gewesen sind und so weiter und so fort. Es gibt Lernmanagementsysteme, aber da, wo vielleicht das besondere Potenzial digitaler Medien liegen würde, gemeinsame Wissenskonstruktion an geteilten Orten, Blended Learning Szenarien, findet sozusagen relativ selten statt. Der obere Balken ist immer, das nutze ich in meinen Lehrveranstaltungen. Der zweite ist dann, das nutze ich zur Vorbereitung. Und das dritte ist, da muss ich noch nachschauen, nutze ich zur Kommunikation. Und das sieht sehr traditionell aus. Etwas zugespitzt formuliert, das, was vorher digital analog war, ist jetzt digitalisiert. Es gibt halt nicht mehr nur Bücher oder Reader, sondern PDFs und nicht mehr Folien, sondern PowerPoint, so wie hier jetzt. Aber das scheint schon die Digitalisierungspraxis der Hochschulen zu sein. Und man kann sich fragen, sozusagen, woran liegt das, dass die Praxis dort den Möglichkeiten digitaler Lern- und Bildungsmedien doch einigermaßen hinterherhinkt. Hoffnungen werden immer wieder geschürt, also als hätten wir es zu tun sozusagen mit einem disruptiven Wandel von Lernprozessen durch digitale Medien. Kolleginnen und Kollegen, die gelegentlich mal Harvard besuchen, sagen, Harvard für alle ist jetzt die Zukunft, wir müssen nur MOOCs etablieren, dann haben wir keine soziale Selektivität mehr. Bezogen auf die besten Universitäten hat jeder Zugang, diejenigen, die in Harvard arbeiten, sind da skeptischer. Also die nicht immer mal besuchsweise irgendwo auftauchen, sondern alltäglich das Geschehen bestimmen, die sagen, naja, das wird alles dauern, die MOOCs sind nicht die Lösung. Wir werden vielleicht ein bisschen mehr Videos zukünftig haben und wir werden vielleicht ein bisschen mehr Blended Learning Szenarien haben, aber von disruptivem Wandel gehen wir nicht aus, sondern wird sich schrittweise vollziehen, vielleicht auch langsam vollziehen. Es kam eben schon als Beispiel für die digitalen Medien, ist das keine Option. Das ist sozusagen der Diffusionsprozess wissenschaftlichen Wissens, wie man ihn in der Medizin findet. Und da ist die Diagnose, das dauert 17 Jahre. Dann sind die meisten der digitalen Medien, die wir jetzt nutzen, wahrscheinlich irgendwo im Keller eingeschlossen und verstauben dort, wenn sie nicht schon entsorgt sind. Und hier würde man sehr schrittweise vorgehen. Also Forschungsprioritäten definieren, Ausschreibungen realisieren, wettbewerblich Ausschreibungen bewerten, publizieren, in referierten Zeitschriften publizieren, systematische Reviews erzeugen, evidenzbasierte sozusagen Transferstrategien entwickeln und das dauert dann 17 Jahre, bis das in der Praxis ankommt. Für den Gesundheitsbereich finde ich das auch gut und beruhigend. Ehrlich gesagt, da würde ich mit meinen eigenen Arbeitsergebnissen im Bereich digitaler Medien nicht schon gleich als Patient konfrontiert werden wollen. Aber für die digitalen Medien ist das natürlich keine Option. Sodass sich die Frage stellt, was sind denn dann angemessene Forschungsstrategien, wenn wir uns das hier nicht leisten können, aber gleichzeitig an Transfer natürlich interessiert sind und, wie Frau Wondracek das gesagt hat, auch interessiert sein sollten. Ich glaube, dass eine gute Strategie wäre, sich zunächst mal zu fragen, woran das denn liegt, dass dieser Wissenschafts-Praxistransfer häufig fälschlich als Theorie-Praxistransfer beschrieben, warum der nicht immer so gelingt, wie wir uns das wünschen. Zunächst würde ich mal sagen, der ist konstitutiv für die Differenz von Wissenschaft und Praxis. Also wenn die Wissenschaft nicht mehr wüsste als die Praxis, bräuchte es sie nicht. Und umgekehrt, wenn die Praxis für jedes Problem, das sie hat, eine wissenschaftliche Lösung bereit hätte, bräuchte man die Praktiker nicht mehr. Das wäre mir sozusagen wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass es eine Differenz zwischen Wissenschaft und Praxis immer geben wird. Wenn das nicht der Fall wäre, gäbe es keine Existenzberechtigung für die Ausdifferenzierung dieser Systeme. Die Frage kann eigentlich nur sein, wie kann man diese Kluft kleiner machen, wie kann man den Überbrückungstransferprozess sozusagen beschleunigen und dazu sollte man etwas wissen
zu den möglichen Ursachen. Eine wäre, die Praktiker, die Praxis, die Verwaltung weiß nicht, was die Forschung anbietet. Dann redet man über Critical Reviews oder Kommunikationsstrategien. Eine andere Begründung könnte sein, das Forschungswissen ist sozusagen gut gefiltert worden, wie in der Medizin. Also die Wissenschaft kontrolliert sich zunächst selber, sind die Studien solide, werden die in referierten Zeitschriften publiziert oder nicht. Oder es gibt Transferagenturen, die prüfen, ob das Wissen, das dort entwickelt worden ist, auch in der Praxis funktioniert. Also es gibt einen funktionierenden Selektionsprozess, sodass wir nicht die Befürchtung haben müssen, von einer Praktikantin im Medizinstudium im dritten Semester den Blinddarm herausgenommen zu bekommen. Das Risiko ist relativ gering. Im Digitalisierungsbereich könnte das sozusagen passieren, weil möglicherweise solche Filter fehlen. Es könnte auch damit zu tun haben, dass das, was wir wissen, nicht evident ist, also nicht hinreichend sozusagen erhärtet, nicht hinreichend oft bestätigt oder dass wir zu Dingen forschen, die in der Praxis niemanden interessieren oder dass das, was wir erforschen, nicht anschlussfähig ist an alltägliche Kontexte, auf die wir uns beziehen. Forschungswissen kann nicht verstanden werden. Das wäre eine Grenze, das sieht man im Bereich der Förderdiagnostik in der Schule. Da gibt es viele förderdiagnostische Verfahren, aber Lehrerinnen und Lehrer sind nicht darauf vorbereitet, sie zu nutzen. Da muss man sich mit Lehrerfortbildung beschäftigen und nicht primär mit Förderdiagnostik. Und das könnte bei den digitalen Medien sozusagen ganz ähnlich sein. Ein anderes Problem, das Forschungswissen, die Entwicklung, die Sie machen im Bereich der Augmented Reality oder was auch immer, ist nicht adaptierbar, also nicht anpassbar an technische, personelle Strukturen in den Organisationen. Da könnten Gründe liegen. Jetzt geht es nicht weiter, Entschuldigung. Forschungswissen steht den Interessen handelnder Akteure entgegen. Lehrerinnen und Lehrer wollen gern digitale Medien nutzen, aber es soll sie nicht Zeit kosten, sich dort einzuarbeiten. Viele Reformangebote, die wir möglicherweise machen, sind fokussiert auf individuelle Lernprozesse, Auseinandersetzungsprozesse mit digitalen Medien, haben aber sozusagen keine Sensibilität für die institutionellen, organisationalen Rahmenbedingungen. Und das könnte dann immer dazu führen, dass sobald wir das in Schulen zu implementieren versuchen, wir scheitern an Lehrerkollegien, an Schulleitungen, die auf solches Wissen und seinen Transfer nicht vorbereitet sind. Man kann die Reformfähigkeit von Politik überschätzen und unterfordern. Beides kann man aus meiner Sicht am Digitalpakt Schule sehen. Also Überschätzung der Möglichkeiten auf der einen Seite und Unterforderung dessen, was tatsächlich dann geleistet wird, auf der anderen Seite. Mein Fokus soll, wie gesagt, gerichtet sein auf die Frage, ist das Forschungsrepertoire, über das die empirische Bildungsforschung zu digitalen Lern- und Bildungsmedien verfügt, eigentlich schon sozusagen hinreichend entwickelt, um diese Erwartung, und diese Erwartung würden wir letztlich natürlich auch alle an uns selbst formulieren, dass das, was wir erforschen, praktisch tatsächlich erprobt wird, genutzt wird und, wenn es gut ist, breit implementiert wird, hat das was damit zu tun, wie wir selber forschen. Und darauf würde ich mich konzentrieren und nicht auf alle anderen Ursachen, die natürlich auch bedeutsam sind und vielleicht auch gewichtiger sind, mich beschränken, sondern, wenn Sie so wollen, mich als einen Vertreter der Bildungsforschung selbstkritisch fragen, ob wir eigentlich angemessen forschen im Blick auf die Frage, wie wir digitale Lern- und Bildungsmedien effektiver, nützlicher, wirksamer nutzen können. Dazu gibt es in der Bildungsforschung, wenn Sie so wollen, eine Metadiskussion über Strategien einer angemessenen, anwendungsorientierten und grundlagenbasierten Forschung. Ich gehe ganz kurz auf einige Modelle ein. In den Postern findet man gelegentlich auch einen Bezug darauf, aber nicht sehr häufig. Es gibt das Konzept der sogenannten Design-Based Research-Gruppe, die sehr stark betonen, dass sozusagen Forschungsfragen zwischen Wissenschaft und Praxis gemeinsam identifiziert werden, dass dann digitale Lösungen, Tools entwickelt werden, im Prozess der Praxis iterativ sozusagen erprobt werden, verbessert werden und dann breit eingeführt werden. Das wäre eine Strategie, empirische Bildungsforschung zur Nutzung digitaler Lern- und Bildungsmedien sozusagen nutzen könnte. Für Transfer sicher eine erfolgversprechende Strategie unter Publikationsgesichtspunkten, nicht unbedingt die, die man Doktorandinnen und Doktoranden empfehlen würde, weil, wenn Sie so wollen, die kontrollierte Erprobung im Feld, die dann auch zur Publikation reicht, hier in der Regel schwer zu realisieren ist, was man an den Publikationslisten der Protagonisten dann auch sehen kann. In der Bundesrepublik ist das adaptiert worden, unter anderem durch Herrn Kerres, Herrn Euler, unter diesem Begriff, Sie haben ihn schon erwähnt, der gestaltungsorientierten Bildungsforschung, die sozusagen
Problemstellungen in enger Kooperation mit der Praxis identifiziert, Lösungen entwickelt, erprobt, formativ und summativ bewertet und anschließend versucht, sozusagen durch die Identifikation von Gestaltungsprinzipien breit zu implementieren. Das ist vor allen Dingen in der beruflichen Bildung in Modellversuchen sehr stark sozusagen erprobt worden. Aber auch hier stellt sich hinterher die Frage, was wird denn aus den Erkenntnissen des Modellversuchs? Wird nur das Modell, das untersuchte Modell sozusagen besser oder gibt es da auch Potenzial der Übertragung an andere Standorte, unter andere Bedingungen? In diesen beiden Modellen ist das, was sozusagen Forschung betrifft, ich würde sagen, etwas unterspezifiziert. Es wird hier die Forschung und da sozusagen die Praxis verortet, aber die Forschung selber nicht mehr differenziert. Das machen andere Kolleginnen und Kollegen, die eher versuchen, Interessen sozusagen der Verbesserung der Praxis und Gewinnung von Erkenntnissen in, wenn Sie so wollen, einer Forschungsstrategie zu realisieren. Die sprechen dann von der sogenannten Use-Inspired Basic Research, also einer anwendungsorientierten Grundlagenforschung als eine Metastrategie für empirische Bildungsforschung und verweisen dann sozusagen auf Personen, um das exemplarisch zu beschreiben. Hier will man natürlich rein. Also Pasteur sozusagen identifiziert Krankheitserreger, isoliert sie in Laborexperimenten und entwickelt dann Strategien der Impfung oder der Pasteurisierung, sodass diese dann breit wirksam sind. Der ist sozusagen der Gott der Use-Inspired Basic Research. Edison, Erfinder der Glühlampe, ohne jedes grundlagenwissenschaftliche Potenzial, aber immerhin nützlich, wie wir sehen. Und eine reine sozusagen grundlagenbasierte Forschung, die Theoriebildung, Theorieprüfung betreibt, wie man sie Bohr etwa zuschreibt. Metaphern, die aber vielleicht ganz hilfreich sind, vor allen Dingen deswegen, weil sie deutlich machen, dass man Forschung nicht nur sozusagen unterscheiden kann nach ihrem Erkenntnispotenzial, sondern auch nach ihrer Praxisrelevanz und nicht sozusagen als ein einheitliches Gebilde betrachtet. Das Modell wirft zwei relevante Fragen auf. Die erste ist, wie kann man verhindern, dass man hier landet? Also Forschung betreibt, die niemanden nützt, die man aber auch nicht publizieren kann, die es aber vielleicht gibt. Also nicht hier im Raum, aber außerhalb des Raumes. Und die zweite relevante, für uns relevantere Frage ist, wie kommt man eigentlich hier rein? Also wie realisiert man, wenn Sie so wollen, diese Doppelerwartung von Grundlagen und Anwendungsorientierung, die ja sozusagen wünschenswert wäre für eine empirische Bildungsforschung, die, wie haben Sie gesagt, an hohen Qualitätsmaßstäben sich weiterhin orientieren soll, aber gleichzeitig auch durch die Einbindung von Praktikerinnen und Praktikern Transferpotenzial entwickelt. Und da ist die Antwort, jedenfalls die, die die Medizin gibt, es gibt dafür nicht ein Forschungsdesign oder ein Studiendesign oder einen bestimmten Typ von Erhebung, sondern das wird man nur schrittweise realisieren können. In dann einem allerdings mittel- oder langfristigen Forschungsprozess. Wie die Medizin das praktiziert, das mache ich nur ganz kurz. Die beginnt eben sozusagen mit grundlagenbasierter Forschung, prüft und entwickelt Theorien, entwickelt Medikamentationen, Präventionsprogramme, die in Pilotstudien sozusagen erprobt werden. Wenn sie sich bewährt haben, gibt es prototypische Anwendungen in kleinen Gruppen in der Praxis und in nachfolgenden Studien wird geschaut, ist das, was wir sozusagen unter kontrollierten laborexperimentellen Bedingungen herausgefunden haben, funktioniert das auch im Feld? Und im nächsten Schritt dann funktioniert das auch, wenn es nicht die Forscher implementieren, sondern die Praktiker implementieren und so weiter, Schritt für Schritt. Also eine gestufte Strategie, in der zunächst mal sichergestellt wird, wir haben evidentes Wissen. Im nächsten Schritt erprobt wird, können wir das in kleinen Stichproben auf Wirksamkeit im Feld erproben. Im übernächsten Schritt wird geschaut, funktioniert das, was wir herausfinden, sozusagen auch, wenn es nicht kontrolliert, sondern mit Adaptionsmöglichkeiten geschieht. Und schließlich, wie können wir das implementieren? Also auf welchen Wegen verbreiten wir dieses Wissen optimal, sodass es dann irgendwann in Demonstrationsstudien flächendeckend etabliert ist. So viel vielleicht zu grundlegenden Strategien, die Forschung, empirische Bildungsforschung realisieren kann, nicht nur, aber auch, wenn sie sich mit digitalen Lern- und Bildungsmedien beschäftigt. Der nächste Schritt, was macht die empirische Bildungsforschung denn tatsächlich vor diesem Hintergrund, bezogen auf die Erwartung, sowohl grundlagenbasiert gut ausgewiesen zu sein, als auch praxisrelevante Optionen zu eröffnen? Dazu haben wir
Frau Mouazzat hat das gemacht. Sie ist ganz am Anfang ihrer Dissertation mal eine Literaturrecherche durchgeführt. Das ist noch sehr sozusagen am Beginn. Sie hat gesucht in entsprechenden Datenbanken, ich komme gleich drauf, Erik und FIS Bildung mal nach Publikationen, die sich mit digitalen Lernen, E-Learning, Blended Learning und so weiter beschäftigen und die als empirische Studien ausgewiesen sind und hat die dann sozusagen selektiert, bezogen auf solche Studien, die tatsächlich die Transferfrage selbst mitbehandeln. Also die 100 Laborexperimente, die Herr Brünken durchgeführt und publiziert hat, sind da nicht drin, weil sie reine Laborforschung realisieren. Aber die Projekte, in denen Herr Brünken dann sozusagen in die Praxis geht, in Schulen etwas ausprobiert, die wären Teil dieser ersten Recherche. Auf die Einzelheiten will ich jetzt nicht eingehen. Ausgeschlossen, wie gesagt, Laborexperimente, ausgeschlossen graue Literatur, aber ansonsten national und international ein erster Einstieg in die Frage, wie wird denn empirische Bildungsforschung zu digitalen Lern- und Bildungsmedien derzeit heißt, im vergangenen Jahrzehnt realisiert. Insgesamt knapp 500 Veröffentlichungen. Der erste Befund, ich mache jetzt nur ein paar deskriptive Befunde, ist schon mal interessant, Hochschulen werden besonders häufig untersucht und man kann sich fragen, woran liegt das eigentlich? Haben die das größte Potenzial? Die Bertelsmann Stiftung hat das nicht unbedingt ausgewiesen. Oder liegt es daran, dass man Studierende schnell gewinnen kann, weil sie Laborpraktikapunkte sozusagen sammeln müssen oder weil der Seminarraum an der Hochschule für einen Forscher halt näher liegt als der Unterrichtsraum in der Schule oder gar der Betriebsalltag in der betrieblichen Weiterbildung? Also ein etwas anderer Schwerpunkt als der, den Sie eben ausgewiesen haben bei den Schwerpunkten der geförderten Projekte. Jetzt aus meiner Perspektive wenig zur Erwachsenenbildung und Weiterbildung, kaum etwas zu Betrieben, wo nach allem, was wir wissen, die größte Dynamik in der Nutzung digitaler Medien besteht, aber die Nutzung geschieht offensichtlich nicht begleitet durch oder vorbereitet durch Forschung, sondern sie wird einfach praktiziert. Dann haben wir uns angeschaut in dieser Studie, was denn eigentlich die Schwerpunkte sind, die in diesen Projekten realisiert werden. Also was sind sozusagen die Kerninhalte? Und dann geht es stark um die Unterstützung individueller Lernprozesse, gelegentlich auch gruppenbezogener Lernprozesse, aber wenig etwa zu wirklich neuen Lernumgebungen wie virtuellen Lernumgebungen oder digitalen Unterrichtsräumen und auch häufiger etwas zu den Lernenden als zu den Lehrenden. Also diejenigen, die eigentlich perspektivisch dann implementieren müssten oder breit nutzen müssten oder verbreiten müssten, sind nicht im Kernfokus der untersuchten Projekte. Was sind die Einflussfaktoren, die sozusagen untersucht werden im Blick auf die Frage, werden die erfolgreich genutzt oder nicht? Es sind wieder vor allen Dingen die Merkmale der digitalen Innovation, also worum handelt es sich, wie ist die virtuelle Lernumgebung sozusagen gestaltet, wie kann man sie variieren, das wird sehr stark und sehr häufig untersucht. Merkmale der Lernenden, Vorwissen, Motivation stehen sehr stark im Fokus, aber etwa organisationale Merkmale, also gibt es Unterstützung durch die Schule, gibt es eine Infrastruktur in der Weiterbildungseinrichtung, tauchen in diesen Studien wenig bis gar nicht auf. Welche Art von Studie wird durchgeführt? Häufig Querschnittstudien, Bestandsaufnahmen, also man findet viele Studien, die sozusagen Nutzungspraxen digitaler Medien durch Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, Erwachsene, behinderte Erwachsene nutzen. Das hat ein großes Interesse, es sind viele Einzelfallstudien, viele Evaluationsstudien, aber zum Beispiel kaum Implementationsstudien, bei denen man ja erwarten würde, dass das, was implementiert wird, vorher schon mal wie in der medizinischen Forschung solide auf Wirkungsbedingungen untersucht worden ist. Relativ selten taucht das auf. Es vermittelt den Eindruck von vielen sozusagen Einzelprojekten, die in der Praxis erprobt werden, wo die Fragestellung sehr stark durch die Wissenschaftler generiert werden, aber die organisationalen Rahmenbedingungen, unter denen das dann perspektivisch implementiert werden müsste, nicht mit Bedenken, nicht zum Forschungsgegenstand machen. Im Blick auf die Erwartung, die etwa Design-Based Research-Strategien formulieren oder die auch die Bildungsforschung mit der Ausschreibung adressiert, dass Praxis schon in die Definition von Forschungsfragen und Themen einbezogen wird, findet man in diesen Studien sehr wenig.
Die Begründung, wie entdecke ich meine Forschungsfrage, geschieht in der Regel so, dass auf den Literaturstand verwiesen wird. Nicht, dass in Fokusgruppen, Bestandsaufnahmen, systematischer Feldbeobachtung identifiziert wird, gemeinsam mit der Praxis identifiziert wird, wo gibt es derzeit möglicherweise größeren Forschungsbedarf. Bitte, Sie haben direkt eine Frage. Das sind immer Prozentangaben bezogen auf die Zahl der Studien, das stimmt. Das hätte da als Information, ja, genau. Das hätte als Information, müssten wir noch ergänzen, wenn wir das verteilen, dort dabei stehen sollen. Worüber in den Studien kaum berichtet wird, Einbindung von Institutionen und Akteuren der Praxis, Strategien zur Verbreitung des Forschungswissens, also was planen wir sozusagen zur Verbreitung dessen, was wir da empirisch herausfinden. Und es gibt auch keine Bezüge zu übergreifenden Forschungsstrategien. Also Begriffe wie Design-Based Research oder Use-Inspired Basic Research oder so, das taucht in diesen Papieren nicht auf, entweder weil es selbstverständlich vorausgesetzt wird oder weil solche konzeptuellen Debatten nicht aufgegriffen werden, um selbst sozusagen Forschungsstrategien zu entwickeln. Das sind noch ein paar weitere sozusagen erste Informationen, die wir diesen Publikationen und Studien entnommen haben. Der nächste Schritt wäre zu suchen, gibt es sozusagen spezifische Muster der Themen, der Art und Weise der Datenerhebung und der Vermittlung oder eben Nichtvermittlung von Forschungsstrategien, die man diesen Studien entnehmen kann und die vielleicht spezifische Subgruppen in dieser empirischen Bildungsforschung zur Nutzung digitaler Lern- und Bildungsmedien zugewiesen werden kann. Jetzt wäre die Frage, ist das viel oder wenig? Sind ja zunächst nur deskriptive Befunde. Sollte einen das irritieren oder ermuntern oder gibt es Handlungsbedarf? Um das ein bisschen einzuordnen, habe ich mal versucht, Befunde aus einer anderen Studie, die wir gerade durchführen, die sich mit Implementationsforschung im engeren Sinne beschäftigt und deren Verbreitung in der empirischen Bildungsforschung thematisiert, zu relationieren. Von Implementationsforschung würde man immer dann sprechen, wenn man das eng auslegt, von einer Forschung, die das, was in Laboren, in Vorstudien als sozusagen belastbares Wissen, evidentes Wissen sich erwiesen hat, dann sozusagen versucht, breit in der Praxis zu implementieren und genau diesen Implementationsprozess zum Gegenstand zu machen. Also eine spezifische Forschungsstrategie, die, wie wir gesehen haben, in der Forschung der Nutzung zu digitalen Lern- und Bildungsmedien nicht oder kaum sozusagen auftaucht. Dazu schreiben wir auch gerade sozusagen einen Beitrag, der unter Begutachtung ist. Wir orientieren uns dabei an solchen Rahmenmodellen, die in der Implementationsforschung sehr stark betont werden, die Frage adressieren, wovon hängt es denn ab, sozusagen, ob Forschungsergebnisse in der Praxis genutzt werden oder nicht. Und da wird sehr stark natürlich auf individuelle Merkmale abgehoben, Wissen, Vorwissen, Überzeugung, Motivation, das, was die gezeigte Forschung auch adressiert. Aber natürlich wird auch darüber nachgedacht, wie wird denn die Implementation in die Praxis, die Intervention sozusagen realisiert, wie wird der Prozess gestaltet, wie sind die inneren Rahmenbedingungen, die Merkmale der Organisation, wie sind sozusagen die äußeren Bedingungen, für welche Adressatengruppen, unter welchen gesellschaftlichen, finanziellen Rahmenbedingungen findet das denn statt. Also die Implementationsforschung schaut sehr stark auf die Bedingungen, die Einflussfaktoren, die bedeutsam sind, wenn Wissen in Praxis implementiert wird. Und wenn man das miteinander relationiert, dann sieht man zunächst mal, wir haben eine gestiegene Zahl von Implementationsstudien, kaum im Bereich der Förderung des BMBF. Das taucht dort sozusagen eigentlich nicht auf, wenn man streng guckt. Es geht meist um pädagogisch beeinflussbare Einflussfaktoren, die für breite und nachhaltige Nutzung evidenter Innovationen, das wären in diesem Fall digitale Medien, bedeutsam sind, vor allem auf der Meso-Ebene. Man schaut dann auf die Organisationen und die Rahmenbedingungen und die Unterstützungsprogramme, die Qualifizierungsprogramme, die die Einführung von Innovationen begleiten, nicht auf die Innovationen alleine, weniger auf die Makroebene, wie sind die politischen Rahmenbedingungen, und kaum auf die Ebene der individuellen Lernenden. Das muss man nicht mehr, weil es ist in Vorstudien ja schon sozusagen geschehen. Auch die ist weitgehend theoriefrei, etwas überspitzt formuliert, weil diese Einflussfaktoren selbst sozusagen nicht mehr theoretisiert werden, aber mindestens in begleitenden, qualitativen Experteninterviews, Dokumentenanalysen mit erhoben werden. Wenn man das miteinander vergleicht, die Digitalisierungsforschung mit der Implementationsforschung, dann haben wir hier einen Schwerpunkt auf individuelle Merkmale der Lernenden und der Lehrenden. Und die Implementationsforschung schaut nach den Einflussfaktoren der breiten Nutzung, hat also einen spezifisch erweiterten Fokus. Wir adressieren hier in der Forschung zu digitalen Lern- und Bildungsmedien die Mikroebene, in der Implementationsforschung eher die Mesoebene.
die Forschungsstrategien, wir haben sehr viele Modellversuche im Bereich der digitalen Lern- und Bildungsmedien. Ich war vor einigen Wochen im Institut für Wissensmedien. Die haben ein Netzwerk sozusagen von Hochschulen etabliert und eine Plattform eTeaching.org, mit der sie versuchen, sozusagen ihr Forschungswissen in dieses Feld zu transferieren. Da habe ich mal zu Beginn gefragt, wie viele der hier Anwesenden sind in den Projekten beschäftigt? Und es gingen alle Hände hoch. Das zeigt sozusagen ein bisschen die Förderbedingungen zur Nutzung digitaler Lern- und Bildungsmedien. Das sind sozusagen nicht festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hochschulen oder in Weiterbildungseinrichtungen oder in Schulen, sondern das sind Projektnehmerinnen und Nehmer, die für 3 Jahre ein Projekt realisieren und dann durchgehend sozusagen von sich aus die Frage aufwerfen, ich weiß gar nicht, was aus dem wird, was ich hier entwickle, wenn mein Projekt sozusagen zu Ende ist. Auch das ist ein Charakteristikum, meinem Eindruck nach, dieser ersten Bestandsaufnahme, die Frau Moher-Chassat gemacht hat. Wir haben diese Art von Forschung sehr stark etabliert, ohne enge Einbindung von Praxis bei der Forschung, bei der Identifikation von Forschungsfragen, beim Transfer. Und das kann unter den Rahmenbedingungen der Förderung auch gar nicht anders sein. Die methodologische Orientierung für die Digitalisierungsforschung aus meiner Sicht eher im Edison-Quadranten derzeit mehrheitlich, jedenfalls dann, wenn sie Kontakt zur Praxis sucht, während die Implementationsforschung versucht, diesen Pasteurischen Quadranten zu erreichen. Was wäre zu bedenken? Meine letzte Folie. Die erste Erwartung geht, glaube ich, an die Politik. Das ist die Frage, wie kann man sozusagen zerstreute Förderpolitiken bündeln und auf wirkliche Kernfragen der Nutzung digitaler Lern- und Bildungsmedien konzentrieren. Im Moment werden an vielen Stellen vielfältige Rahmenbedingungen geschaffen, die 1000 Blumen blühen lassen, aber niemand sorgt institutionell sozusagen dafür, dass diese Blüten dann auch weitergetragen werden. Das wäre eine Frage, ob das dauerhaft sozusagen sinnvoll ist. Weiterentwicklung von Strukturen zur Vermittlung des Forschungswissens, und ich glaube, dafür kann ein solches Metavorhaben bedeutsam sein, wäre etwas, was zukünftig stärker bedacht werden sollte, weil die Projekte alleine möglicherweise das nicht oder nicht hinreichend leisten. Wir bräuchten sicher eine Verständigung darüber, welche Forschungsstrategie in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, digitale Lern- und Bildungsmedien, denn sozusagen angemessen ist. Und da würde ich schon sagen, das ist das Konzept von Design-Based Research, weil nur das uns die Möglichkeit eröffnet, angesichts der Dynamik der Veränderung digitaler Lern- und Bildungsmedien sozusagen in relativ kurzen Forschungs- und Implementationszyklen dafür zu sorgen, dass Forschungswissen an Praxis vermittelt wird. Wir werden uns diese Use-Inspired Basic Research Strategie, das Modell Medizin, Sie hatten das eben auch schon gesagt, nicht leisten können. Das funktioniert für diesen Bereich nicht. Das mag für die Bildungsforschung, für die Lehrerbildung sinnvoll sein. Wenn man sich die Frage stellt, wie sollen Theorie und Praxis in der Lehrerbildung integriert werden? Seit 200 Jahren ist das sozusagen Forschungsthema. Da sollte man sich durchaus 17 Jahre Zeit nehmen, um über Reform der universitären Lehrerbildung nachzudenken. Da halte ich das für sinnvoll. Bei digitalen Lern- und Bildungsmedien kann das nicht funktionieren. Da brauchen wir andere Konzepte und ich denke, diese Ansätze der gestaltungsorientierten Bildungsforschung sind Strategien, die uns Fortschritte dort ermöglichen, wenn sozusagen gleichzeitig sichergestellt wird, dass nicht nur der Transfer betont wird, die Entwicklung betont wird, sondern gleichzeitig auch das Forschungsinteresse in diesen Strategien betont wird. Das Forschungsinteresse in der Digitalisierungsforschung aus meiner Sicht sollte erweitert werden. Wir haben es sehr stark zu tun mit den individuellen Nutzern und oder Gestaltern. Und sehr wenig zu tun mit den institutionellen und organisationalen Rahmenbedingungen. Das ist für Praxistransfer, glaube ich, eine Lücke, weil sich eben in den organisationalen Rahmenbedingungen entscheidet, ob dauerhaft implementiert und genutzt wird oder eben nicht. Das gilt für Hochschulen ganz sicher. Um das überhaupt zu ermöglichen, glaube ich, brauchen wir so etwas wie stabile Partnerschaften zwischen Forschungseinrichtungen, Praxiseinrichtungen, Schulen, Partnereinrichtungen, die sich sozusagen bereit erklären, unter kontrollierten Bedingungen im Feld Dinge tatsächlich auszuprobieren und auch sozusagen Nutzung digitaler Medien zu variieren. Jetzt werden in Baden-Württemberg sozusagen auf jeden Schülerschreibtisch Tablets geworfen und niemand weiß so richtig, was man denn damit machen soll. Und da die Ziele auch nicht definiert sind, wird man das sozusagen auch nicht solide evaluieren und bewerten können, ob sich das bewährt hat oder nicht. Die medizinische Forschung würde da sagen, wir entwickeln mal sozusagen gute Nutzungsszenarien für Tablets, probieren die dann in 3 Musterschulen aus und wenn sich das bewährt hat, geben wir das vielleicht in den Schulbezirk und anschließend auf Landesebene, machen das also schrittweise.
aber nicht in diesen 17 Jahreszyklen, sondern in kürzeren Zyklen. Das wäre aus meiner Sicht eine Perspektive und das wird nur gehen über stabile Partnerschaften zwischen Forschungseinrichtungen und Praxiseinrichtungen. Es wird nicht genügen zu sagen, das ist ja im Moment die Logik der Ausschreibung, in jedem Projekt muss Praxis irgendwie eingebunden sein. Nach den Befunden dieser systematischen Literaturrecherche geschieht das ja sozusagen selten. Sondern es ist, glaube ich, sinnvoller danach zu gucken, sind diese Partnerschaften stabil und bieten die sozusagen Potenzial auch über die 3 oder 5 Jahre Förderung hinaus für Fortsetzung der Kooperation und sozusagen breitere Nutzung dessen, was dort entwickelt worden ist. So viel dazu. Ich habe versucht zu zeigen, dass ich diesem Luhmann-Statement durchaus etwas abgewinnen kann, aber dass ich das nicht ontologisieren wollen würde, sondern es selbst sozusagen zum Gegenstand empirischer Forschung machen würde. Also die Fragen nach der Bedingung der Möglichkeit einer gestaltungsorientierten Bildungsforschung selbst zum Forschungsgegenstand machen. Und ich glaube, das ist nötig und das kann vielleicht ein Metaforum leisten. Danke, dass Sie mir so lange zugehört haben. Bleiben Sie doch hier. Ja, vielen Dank, Herr Schrader, für diesen Einblick, in diesen Überblick zu diesen verschiedenen Fragen, die sich hier stellen, aber auch die Wege und Richtungen, die wir hier gehen können, dass Sie die aufgezeigt haben hier auf diesem ersten EdTech Research Forum. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen dazu? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wie sieht es aus? Was geht Ihnen durch den Kopf? Sind Sie überzeugt? Haben Sie, Ronald? Ronald? Beeindruckend und sehr erhellend. Ich habe eine, ja, vielleicht einen Kommentar. Ich habe mich so ein bisschen gewundert vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Replikationskrise, dass Sie ausgerechnet die Medizin, die ja am allerstärksten von der Replikationskrise betroffen sind, sozusagen als ein Referenzmodell insgesamt für Bildungsforschung sehen. Ich wäre da ein bisschen skeptischer. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass das sozusagen in der Zeitschiene für die Fragen der Digitalisierung ohnehin nicht in Frage kommt. Aber die Frage ist ja so ein bisschen dieser Ansatz des sequentiellen Ausrollens von wissenschaftlicher Evidenz in die gesellschaftliche Praxis hinein. Die schafft ja so eine eigene Evidenzlogik, die genau aus meiner Sicht sozusagen die Basis für dieses Replikationsdrama darstellt. Man braucht ja die Evidenzen, um für die Praxis liefern zu können. Und da ist eben Publizieren wichtiger als Replizieren, um sozusagen mit dem Fortschritt mithalten zu können. Also die Frage ist so ein bisschen, wie entgeht man der Gefahr, dass man durch die Zwangslogiken des Liefernmüssens in der Praxis ein System überspannt? Und ich glaube, das ist das, was da passiert ist, dass man ein Wissenschaftssystem überfordert hat und damit eben genau das hervorgerufen hat. Nicht nur in der Medizin, in der Psychologie ja genauso, aber das ist als Beispiel. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Das finde ich sehr hilfreich. Ich biete mir nochmal Gelegenheit, einen weiteren Aspekt zu betonen. Also vielleicht, dass kein Missverständnis entsteht. Das Modell der Medizin habe ich genutzt, weil es im Rahmen der Diskussion evidenzbasierte Bildungsreform immer das oder häufig als Referenzmodell gilt. Ich habe ja versucht sozusagen zu zeigen, dass es nicht ein universelles Modell für die empirische Bildungsforschung ist, sondern dass man das gegenstandsbezogen, entwicklungsbezogen adaptieren muss. Wichtig ist aber nochmal der Hinweis der Replikationskrise, die ich eher in der Psychologie als in der Medizin sehen würde, aber das lasse ich mal dahingestellt. Das ist eine wichtige Frage aus meiner Sicht und wir können uns sicher nicht, also das diskutieren wir im DEE auch immer wieder, wir sind ja auch für Transfer zuständig und die Diskussionslinien verlaufen zwischen dem Psychologen und den Erziehungswissenschaftlern. Und die Psychologen sagen immer wieder, nee, ich kann noch keinen Transfer machen, mein Ergebnis ist noch nicht repliziert, ich muss das noch 3 mal in Laborexperimenten erproben und dann gehe ich ins Feld klein und dann so. Und dann ist er im Ruhestand, wenn der geht. Und die Erziehungswissenschaftler sagen, wir haben eine gute Idee, die probieren wir jetzt aus. Und da wäre mein Hinweis, oder wir wissen, wie man interkulturelle Pädagogik macht, wie man mit Ausländerkindern sozusagen Integrationskurse durchführt. Und das machen wir jetzt einfach mal, weil wir ja Pädagogen sind, voller guter Absicht. Und das wird schon gut werden. So ein bisschen überspitzt laufen die Linien. Und mein Hinweis darauf wäre, das ist ein, sagen wir mal, ein Konflikt, den man nicht mehr ausschließlich im Rahmen der Forschung oder evidenzbasiert lösen kann, sondern das ist letztlich eine ethische Frage der Wissenschaft,
die man sozusagen mitreflektieren muss. Also die Frage, wann ist das Wissen, das ich verfügbar habe, der Praxis tatsächlich zumutbar? Muss das sozusagen nach den Maßstäben der Wissenschaft immer wieder repliziert und hinreichend repliziert worden sein? Oder genügt es, dass sowohl ich als Wissenschaftler als auch die Kooperationspartner in der Praxis den Eindruck haben, das ist besser als das, was wir haben, aktuell? Und wann immer das gegeben ist, würde ich sozusagen dafür plädieren, diesen Schritt in die Praxis zu realisieren. Den kann man aber nicht mehr sozusagen allein im Kontext der Replikationsdebatte klären, sondern man muss ihn forschungsethisch rahmen. Und das passiert insgesamt in dieser auf Anwendung orientierten Bildungsforschung eigentlich gar nicht. Also Wissenschaftler neigen dazu und kann ich auch für mich selber sagen, man sucht sozusagen immer nach der generellen Lösung, also Qualifizierung von Lehrkräften, wir würden sagen mit Videofällen, weil wir lange dazu gearbeitet haben, aber ist das eigentlich schon ausgereift genug, um das mit Praktikern zu erproben? Und dann entscheiden wir das anhand solcher Fragen, sind diejenigen, mit denen wir kooperieren, sozusagen bereit, das auszuprobieren, weil sie der Meinung sind, das bietet uns mehr Möglichkeiten, als wir derzeit zur Verfügung haben. Und dann wäre, glaube ich, der Schritt des Transfers, sagen wir mal, vertretbar. Das kann man aber nicht allein sozusagen über zahlreferierte Beiträge klären. Und das wäre jetzt bezogen auf die Studien, das wird in den Veröffentlichungen nicht drinstehen, aber über Experteninterviews würde man das vielleicht herausbekommen, wäre das eine interessante Frage, ob solche Reflexionen in der Praxis überhaupt präsent sind. Oder ob nicht, und das würde ich jetzt vermuten, es sozusagen viele Überzeugungstäter in diesem Feld gibt, die von ihrer virtuellen Lernumgebung, von ihrem Trainingsprogramm für Lehrkräfte überzeugt sind und das sozusagen einfach ausprobieren in der Praxis. Was ja passieren kann, wenn die Praxis mitspielt. Aber es sollte sozusagen reflektiert sein. Und da bin ich nicht sicher, ob das passiert. Ja, vielen Dank, Herr Schrader, nochmal. Ich glaube, wir sind jetzt doch hinreichend eingestimmt auf die Fragen, die uns diese beiden Tage hier weiter beschäftigen wird. Der Punkt ist der, dass wir auf dieser Veranstaltung eigentlich mehr Fragen Ihnen mitgeben wollen, dass wir Ihnen mögliche Wege aufzeigen wollen in den verschiedenen Foren, die wir vorbereitet haben, um eben halt diesen Diskussionsprozess anzuregen, um Ihnen vielleicht Ideen mitzugeben, in welche Richtung wir gehen können, welche Erfahrungen es gibt mit möglichen Wegen. Aber ich glaube, wir müssen einfach sehen auch, wir haben nicht die Methodologie einer gestaltungsorientierten Bildungsforschung. Wir müssen uns klar machen, dass wir jetzt in diesen Projekten eigentlich Chancen haben, diese Methodologie eigentlich zu gehen, zu erproben. Und ich finde es eben toll, dass wir einen solchen Ort eben halt hier in diesem EdTech Research Forum haben, wo wir uns darüber austauschen können. Insofern sehen wir das auch komplementär zu anderen Tagungen, wo wir uns über die inhaltlichen Konzepte austauschen. Hier einfach mal den Ort zu haben, darüber nachzudenken, ja, wie forschen wir eigentlich darüber? Wie gehen wir dabei vor? Machen wir das eigentlich klug? Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Wie können wir uns da austauschen? So ist das EdTech Research Forum angelegt. Und ich freue mich, dass wir auch viele aktive Partner gewonnen haben, die ihre Projekte hier vorstellen werden, ihre BMBF-geförderten Projekte oder eben halt auch aus anderen Zusammenhängen ihre Ansätze hier vorstellen werden und zur Diskussion stellen werden. Also insofern nochmal vielen Dank für den sehr schönen Auftakt hier. Schön, dass Sie gekommen sind und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg in den einzelnen Foren. Danke.